Moin, jo, mal wieder eine Vorstellung zu einem Modell von SRM Knives. Ich finde ja wirklich, dass dieses Logo hier, dieses Dreiecks-Logo aus den Buchstaben SRM Knives, fantastisch ist. Wirklich ein großartiges Logo findet sich dann hier auf der Achse wieder. Bei diesem Modell, das ich heute vorstellen darf, da gehen auch die besten Grüße raus an SRM Knives. Die haben mir dieses Modell kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt. Einen Link zum Bezug und weiteren Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich wurde auch gebeten von SRM Knives darauf hinzuweisen, dass SRM Knives eine eigenständige Marke ist, also nicht zu verwechseln mit San Renmu. Die gehören alle schon irgendwie zusammen, aber leider gibt es da ja keine transparente Aufschlüsselung. Aber ebenso wie es Untermarken gibt, wie damals auch Real Steel ist da auch so entstanden, aber ist auch eigenständig, ist auch SRM. Das ist eine eigenständige Abteilung, die für sich arbeiten, ihre eigenen Designs rausbringen. Also da hat man nicht so eine Unterfamilie wie zum Beispiel Magnum, was alles über Böker so läuft, sondern die gehören dann in einer großen Familie zusammen, vielleicht eher so gemünzt wie zum Beispiel beim Kai-Konzern, also dass man dann die Kai-Kochmesser hat und dann hat man Zero Tolerance als eigenständige Marke und auch Kershaw. Und ebenso ist das bei SRM so zu betrachten. Also das, ja, da wurde ich gebeten von meinem Kontakt, dass ich das nochmal klar hervorhebe. Und was ich noch klarer hervorheben möchte, ist einfach die Qualität dieser Messer hier. Das SRM 168L-GW, also die haben die schlimmsten Namen, aber in dem Preisrahmen, also das Messer kostet glaube ich auf der Homepage ungefähr $50, bei Söldner glaube ich liegt es unter 50 Euro. Wir haben hier D2 Stahl in der Klinge als Klingenstahl. Gibt dieses Modell auch mit komplett blanker Klinge, also ohne diesen schwarzen Anteil hier oben in den Flats. Und dann halt schwarzen G10 Griffschalen. Crossbar Lock, Klinge läuft auf, Bronze Gleitscheiben. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, SRM gehört mit zu den besten Budgetfirmen. SRM ist da ganz vorne mit dabei. Und dieses Modell, das in der optischen Anmutung durchaus so die Inspiration vom Sebenza gezogen hat, auch wenn man natürlich im Griffverlauf ganz klare Unterschiede sieht und auch die Klinge bulliger, dann halt ein ganz anderer Verschluss. Also da sind natürlich klare Unterschiede hier erkennbar. Trotzdem dürfte das optisch einigen zusagen und ich kann und möchte es auch wirklich kurz machen. Die Verarbeitungsqualität ist für den Preis absolut top. Das Messer mit seinen ungefähr 20 cm Gesamtlänge entfallen dann ungefähr 8,5 cm auf die Klinge. An Material hinter der Faser habe ich nämlich 0,37 mm gemessen. Der D2, mal wieder eine polierte Faser ab Werk, auch wieder der Hammer in dem Preisrahmen. Hat natürlich jetzt Gebrauchsspuren durch die Nutzung. Der Crossbar Lock, der hat sich jetzt schön eingelaufen. Klinge läuft oder fällt definiert von alleine. Keinerlei Spiel auf, ab, links, rechts nicht. Spine Rack Test war kein Problem. Sauber eingestellt ab Werk. Wir haben noch den Ambi-Clip, den du einfach entnehmen kannst, indem du hier diese Schenkel zusammendrückst, dann den Clip rausschiebst und dann kannst du ihn umsetzen, ohne Werkzeug, ohne Schraube. Und das funktioniert wunderbar, hält das Messer sicher. Du kannst ihn aber auch ganz abmachen und dann hast du einfach einen ganz cleanen Aufbau. Griffschalen mittlerweile ein bisschen verdreckt, müssten mal wieder sauber gemacht werden. Aber ein großartiges Messer, aber erstmal jetzt noch ein paar Praxiseindrücke, um das zu unterstreichen.
Jo, egal was ich mit dem Messer geschnitten habe, es war spielerisch einfach, es war die Freude. Gute Ergonomie, gute Handlage, klar ein bisschen boxy, diese G10-Griffschalen, aber wie Frank sagen würde, davon fällt dir die Hand auch nicht ab. Jimping, das effektiv ist, Pins, die sich gut bedienen lassen, der Crossbar-Lock sowieso, dann halt kein Kugellager, sondern Bronzegleitscheiben, das wird vielen gefallen, voller Flachschliff, schön satiniert, mit diesen braunen, ja, G10-Griffschalen und den schwarzen Flats hier, der Flachebene, ist das auch optisch nochmal kontrastreich. Absolute Top-Empfehlung, wirklich ein großartiges Messer. In dem Preisrahmen werdet ihr schwerlich Besseres finden, was so gut funktioniert, was auch noch schick aussieht. Hier nochmal ein Größenvergleich zum Kershaw Blur. Da kann man sich dann, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild machen. Die sind fast identisch, gleich lang. Und auch nochmal zum Real Steel Sidus. Das ist minimal länger. Und das Sidus ist eines der ganz wenigen Modelle, wo ich sagen würde, das würde ich dann doch dem 168L GW vorziehen. Ist halt einer meiner Lieblinge von Real Steel, auch ein Schneideteufel. Läuft auch auf Gleitscheiben, aber unterm Strich hat man hier einfach nichts verkehrt gemacht. Im Gegenteil, wieder unglaublich viel richtig gemacht. Ich bedanke mich vielmals bei SRM, dass ich mal wieder einen Stachel testen durfte. Erneut nicht enttäuscht, im Gegenteil. Ein jeder, der ein günstiges Arbeitsmesser sucht, ganz klar nicht 42A-konform, da Einhandöffnung und Verschluss, das auch klar erwähnt. Wenn man aber halt darüber hinweg sieht und ein fähiges Arbeitsmesser sucht, da findet man für 50 Euro wenige Modelle, die mehr sind, die mehr bieten können. Da liefert dieses Modell hier wirklich absolut ab. Ganz, ganz klare Empfehlung. Alles klar, in diesem Sinne, all knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.